Willis and I'm a kitesurfing instructor in Naxos. Wir haben es mit Evangelisten, der ist Kitesurfer auf Naxos und auch gleichzeitig Lehrer. So, wie viele Stunden muss man lernen, damit man richtig kiten kann, so wie wir das heute gesehen haben? So how many hours you need to take to be a perfect kite surfer? I'm not going to say perfect kite surfer, but in order to be able to do like a first ride, you need approximately 10 hours of kite surfing lessons. Also man braucht ungefähr 10 Stunden, um den Einstieg zu finden. Dann ist man kein Pro, aber man ist kite surfer. Wie viele Tage muss man zu ihm kommen oder wie macht er das mit dem Kurs? Wo kann man sich anmelden? Okay, so how many days you should have to take and where can you arrange it? Like how do you have to apply or go to stay to you and where will find you? So usually people are planning their holidays for learning kitesurfing in one or two weeks. Depends also on the wind. Usually, you know, the windy period here in Naxos is between July and August, which is the Meltemi thermal wind, which blows here, and so it guarantees wind almost every day. In man braucht ungefähr für Skysurfen 2 Wochen, dann ist man im Geschäft und kann es erledigen, macht das einmal, besteht ganz gut. Dann ist ein bisschen abhängig vom Wind. Man zwischen Juli und August ist am besten, wenn ordentlich Wind weht. Wie viel Gäste hat der dann so in der Saison, den das Kitesurfen beibringt? So many guests you have, students you have in one season? In one season, I would say per day. Normally during the peak season, we can have I'm gonna talk about hours, 10 hours lessons a day, which represents about 5 to 6 person per instructor and per school. Like every school in the peak season has about 10 instructors. So if you multiply, you understand how popular is the spot. One of the most popular in Europe. Ah, okay. Also Kitesurfen ist ungeheuer populär und wir haben hier 10 Lehrer, die betreuen 5 bis 6 Studenten und der Sport wird immer beliebter. Okay. Wenn ich jetzt aus Deutschland komme, muss ich da irgendwas mitbringen oder kriege ich das ganze Material zur Verfügung gestellt? So, when you're coming from Germany, you have to bring something or you get the whole equipment with So the beginners have everything in the school provided, like wetsuit, bars, kite, helmet, like life vest, everything. They don't need anything. They need only their swimsuit. Also das gesamte Equipment zum Kitesurfen kriegt man hier. Da sind ja die ganzen Anzüge, das Surfboard, Helme, die getragen werden müssen. Man braucht eigentlich nur sich selber mitbringen. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei dir und bei dir, dass du mir geholfen hast, das alles vom Englischen oder vom Griechischen oder Französisch, er spricht ja auch Französisch, zu übersetzen. Und Herr Lelis, vielen herzlichen Dank. So, thank you very much and we would like to thank you for all your efforts to have us here for all the interview and all the things and your joy. Thank you so much to you as well. And don't hesitate if you want to learn kitesurfing to visit our website physioandkite.com, which will provide also rehabilitation after kiting rehabilitation. Der Kite-Instructor bedankt sich wahnsinnig und freut sich. Man kann alles im Internet nachlesen und auch buchen, Kurse buchen und die freuen sich über jeden Gast. Viel Spaß!